Im heutigen Video schauen wir uns die Meta-Aktie etwas genauer an, da sie hier aktuell sehr stark gestiegen ist und im Vergleich zum Beispiel im November 2022 um 400%. Aber selbst wenn man hierbei zum Beispiel nur Anfang 2024 sich anschaut, haben wir hier eine Performance von 44%. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ja, wie wird Meta weiterhin performen? Weil Meta hierbei natürlich schon sehr konstante und solide Zahlen auf den Markt gebracht hat. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Bevor wir jetzt loslegen, könnt ihr gerne ein Like, ein Abo und die Glocke aktivieren und euch mit meinem Link in der Videobeschreibung bei finanzen.netzero anmelden. Hier bekommt ihr eine Gratisaktie in Höhe von bis zu 200 Euro, und zwar entweder Apple, BioNTech oder Commerzbank. Und dazu bekommt ihr zusätzlich noch die Möglichkeit, eure komplette Sparplansumme in Höhe von bis zu 3000 Euro zurückzubekommen. Und das war es auch noch nicht. Ihr könnt on top sogar noch Schweizer Aktien handeln und 4,2% Zinsen bekommen. Legen wir nun los. Die Meta-Aktie ist sehr gut gelaufen in der Vergangenheit und in meinen vorigen Analysen habe ich ja hier immer wieder für Kaufchancen ausgerufen. Und wenn man sich hierbei mal Meta anschaut, fällt auch, dass wir durchaus auch eine sehr hohe Bewertung aktuell haben, was im Allgemeinen im ganzen Tech-Sektor gerade zu erkennen ist. Gerade Exit die Magnificent 7 Werte sind sehr gut gelaufen und gerade von den Bewertungskennzahlen stellt sich zu Recht die Frage, sollte man denn nun zuschlagen oder lieber warten? Nehmen wir mal ein paar Indikatoren mit an den Tag, zum Beispiel rein die vergangenen Trends. Darauf fällt auf, dass man tendenziell sagen könnte, hätten wir aktuell einen übermäßigen Ausschlag, der eher zu beobachten sein sollte, wo man eher sagt, ja, vielleicht schaut man, wie sich Meta jetzt entwickelt, ob sie denn die KI auch implementieren, die Bewertungen rechtfertigen. Das heißt, rein aus diesem Indikator eher warten. Schauen wir uns zusätzlich MACD an, sehen wir viel Volumen, die 12-Tages-Linie, die deutlich über der 26-Tage-Linie ist, was tendenziell eher einen Kaufkandidaten darstellt. Zusätzlich könnten wir uns nochmal Relative Strength Index anschauen und Bollinger Bands. Relative Strength Index fällt auf, befinden wir uns aktuell auf einem sehr überkauften Niveau, wie wir sehen, bei 80%, was dann auch eher für Warten ja, tendiert. Und von Bollinger Bands an sich eher ein Kaufkandidaten. Also an sich wahrscheinlich eher rein Charttechnik, aktuell Position halten, nicht verkaufen, da aktuell aber auch keine Möglichkeit auf einen günstigen Einstieg, gegebenenfalls eine etwas gesündere Korrektur hier Richtung 400 US-Dollar. Legen wir nun los mit ein paar Fakten, einfach nochmal Basis. Wir sehen generell das Jahr 2022 war sehr schwierig, das sehen wir ja auch am Preiskorrektur, den wir hier hatten. Und zwar hatten wir hier 75% niedriger und das war natürlich schon sehr katastrophal für viele Investoren. Ich war ja auch investiert, die 75% hatte ich hier auch im negativen Bereich. Und wenn man sich dann mal anschaut, ja, was ist denn jetzt passiert, sehen wir auf der einen Seite natürlich wieder die Profitabilität, die sich stark verbessert hat und auf einem neuen Rekordniveau liegt bei 41%. Und dann natürlich auch zeigt, dass das Kerngeschäft von Meta einfach noch sehr stark intakt ist und auch für die nächsten Jahre funktioniert. Und dadurch natürlich auch eine enorme Steigerung des Net Incomes und somit natürlich auch der Profitabilität, die dann weiterhin in einerseits das Kerngeschäft, aber auch in KI und Metaverse investiert werden kann. Ja, 2022 noch mit der Umbenennung von Facebook zu Meta, war dieses Zeitalter, sage ich mal, oder dieses Jahr, 2 Jahre, als Zuckerberg gesagt hat, er möchte viel stärker ins Metaverse investieren mit 12 Milliarden im Jahr, aber aktuell etwas zurückschraubt, auch noch viele Investitionen tätigt, aber auch sich ums Kerngeschäft kümmert und hier halt zum Beispiel zusätzlich mit KI und Metaverse versucht, hier Wachstum herzuholen. Wir sehen aktives Wachstum immer noch, gerade Daily Active People 8% mehr, aber auch 6% bei Monthly und Daily Facebook. Wir sehen einen enorm hohen Cash-Bestand, aber auch halt eine Cash-Cow, die hier bei Meta einfach vorhanden ist. Und diese Cash kann halt gezielt genutzt werden. Also hier sehen wir die Ausgaben, hier sehen wir Cash von 65 Milliarden und hier nochmal Free Cashflow von 12 Milliarden und rein vom 4. Quartal. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend, weil man mit dem halt auch arbeiten kann. Auf der einen Seite sehen wir viele Aktienrückkäufe und jetzt die erste Dividende von 50 Cent, 0,5 Dollar pro Stock im Quartal, also 2 Dollar im Jahr. Und das ist natürlich die Frage, ja, Cashbestand irgendwie auch gezielt nutzen und schauen, wie man hier dann weiter vorgeht. Ein wichtiger Indikator im letzten Jahr waren die Ad Impressions und der Price per Ad, der einfach aussagt, ja, wie viel sind denn überhaupt verschiedene Werbepartner willig zu bezahlen für eine Werbung und die war sehr lange sehr negativ und da habe ich auch im Korrektur, im Drop 2022 auf dem niedrigen Niveau im lokalen
All-Time-Low gesagt, dass hier an sich sehr viel Wachstumspotenzial langfristig ist, weil diese Rate langfristig auf jeden Fall wieder steigen wird und Meta hier stark die Ad-Impressions gestiegen hat. Bedeutet, wie viele Werbung denn in den Apps ausgestrahlt werden und die haben sich nahezu ungefähr fast 60% mehr im Vergleich zum Vorjahr oder im Vergleich zum Zweijahresschnitt. Und das ist natürlich schon sehr spannend, natürlich auch sehr viel Werbung dazu gekommen, aber innerhalb von 2 Jahren 65% gestiegen und dann jetzt nochmal den Price-Pattern steigt, führt zu einem erhöhten, natürlich zu einem extremen Push der Marge, meiner Meinung nach auch in den nächsten Quartalen, wenn es so weitergeht, und noch zu einem extrem hohen Net-Income. Und da können wir uns nochmal ein paar Fakten anschauen, da gehe ich schon in vielen anderen Videos drauf ein, ich gehe jetzt mal auf die wichtigsten Dinge ein. Ja, wie gesagt, Net-Income neues All-Time-High, somit auch Earnings per Share durch die sehr starken Aktienrückkäufe, die einfach in der Vergangenheit getätigt wurden. Und hier können wir uns dann auch mal die Entwicklung zum Beispiel vom Average Revenue per User anschauen, nur bei Facebook, der auch wieder auf einem sehr hohen Niveau ist, aber auch im Allgemeinen gerade in Asia Pacific sehr spannend steigt und in Rest of der Welt, das ist einfach wichtig langfristig als Wachstumstreiber und im Appendix dann natürlich auch den Free Cashflow, der hierbei auch auf einem sehr spannenden Niveau ist, hierbei nicht Q421 Niveau und nicht Q3 davor, aber trotzdem bei 11 Milliarden und dieser wird natürlich dann genutzt für Aktienrückkäufe, die Hälfte, die andere Hälfte vielleicht und dann noch gezielt ein Teil für Dividenden, beziehungsweise hier den restlichen Bedarf, der dann hier für Wachstumsprojekte genutzt werden kann. Hier nochmal ein Vergleich zum Beispiel zu Alphabet. Alphabet hier bei Google Services in Orange sehen wir einfach im Vergleich einen sehr schönen Revenue Growth aktuell und hierbei dann auch nochmal die operativen Margen im Vergleich Orange wieder Meta. Und da sehen wir natürlich auch einen sehr starken Boost im Verhältnis. Und man muss natürlich sagen, beide 99% ihrer Einnahmen im Werbegeschäft. Und da kann man die so schön vergleichen und sagen, dass Meta schon sehr spannend hier auf jeden Fall aufgestellt ist. Ja, nochmal so eine Kleinigkeit, zum Beispiel die Meta Quest 3 versus Apple Vision Pro. Einfach von den Möglichkeiten, die sie mitbringen. Und da sieht man halt rein vom preislichen Faktor hier natürlich auch, wenn die Chips teilweise nicht ganz so gut ist wie der Prozessor, hier vom preislichen Start ist es mir 499€ und bei Apple Vision Pro bei 3499€. Einfach diese Möglichkeit, auch gerade das Metaverse, wo Meta sehr viel investiert, KI, das sehr spannende Sektor langfristig tendiert und hier ganz klar aktuell Meta mit den Investitionen vorne liegt. Ja, rein vom Earnings per Share und die Erwartungen sehen wir hier ein aktuelles Forward PI von 34 und im Verhältnis zum Beispiel bis 26 bei 18 rein von diesen Year-to-Year-Growth-Raten von 34, 15, 24%. Kann man dies erreichen? Kommt drauf an. Auf was? Ich habe hier schon gesagt, wir haben hier einen Earnings per Share von 5,33. Also ich würde hier mal dies weglassen, das ist einfach ein bisschen irreführend und wir schauen uns nur mal hier die verschiedenen Indikatoren an. Also wir haben hier 3 Months Ende Dezember, haben wir, beziehungsweise halt 12 Month, haben wir 15 US-Dollar. Und gehen wir mal davon aus, dass wir die Zahlen, die Cashflows jetzt aktuell beibehalten, plus die steigenden Ad-Impressions, plus den steigenden Price per Ad, plus, ganz wichtig, die Aktienrückkäufe pushen den Earnings per Share. Und wir vielleicht doch nochmal ganz kurz da reingehen, auch wenn es gerade geschlossen hatte, uns die Earnings Estimates anschauen, sind wir für 24 19,98 und ich sehe hier durchaus eine Möglichkeit, dass dies locker geschlagen wird. Und zwar, wie ich ja schon gerade gesagt habe, welche Indikatoren nutze ich? Ich nehme die letzten 3 Monate, natürlich als Q4 sehr, sehr stark gelaufen, push die mit den Wachstumszahlen aus dem operativen Geschäft etc. Und somit sehe ich locker hier die 2 auf jeden Fall vorne. Und bin deswegen hier auch sehr optimistisch eingestellt. Da eure Meinung gerne in die Kommentare. Wichtig ist, Video stellt keine Anlageberatung dar, sondern meine eigene Meinung. Ja, zum Schluss könnten wir hier nochmal einen kurzen Vergleich ziehen mit den anderen, das sind jetzt die GAFAM-Werte in der Hinsicht. Und hier sehen wir die höher bewerteten Unternehmen, ganz klar mit Microsoft und Amazon, aber auch hier aktuell Meta, wird sich fast identisch mit Apple und Alphabet einordnet, auf einem fast identischem Niveau. Und da ist ja, sieht ja die Grafik hier am Ende, ist ein bisschen verrutscht von den Werten, sehe ich gerade, weil halten wir nur die im Kopf hier. Sieht man natürlich hier, dass gerade Meta sehr ähnliche Niveaus hier hat und dass natürlich dann die Frage sich stellt, ja, welche GAFAM-Titel aktuell sehr, sehr spannend sind, welche ich auf der Liste habe, sind aktuell ganz klar, also Microsoft habe ich im Depot, Alphabet und Meta, die werde ich auch weiter nachkaufen. Alphabet hier am wenigsten, da habe ich schon mal ein Video gemacht, warum ich sogar vor der Liquidation kurz stand und Meta sehr interessant, wo ich aber aktuell keine Position eröffne, aber wo ich trotzdem sehr bullig bin. Das mal zu den Werben. Eure Meinung in die Kommentare, holt euch die Gratis-Aktie und danke fürs Einschalten.